Ja, moin und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge des Smart Facts möchte ich euch gerne den KNX-RF-Fensterkontakt von Zenio vorstellen. In einem modernen Smart Home gehört es natürlich dazu, dass ich den Status der Fenster mit abfrage. Wenn ich neu baue, ist das relativ entspannt, weil dann kann ich den Fensterkontakt direkt mit vorsehen. Ich habe auch direkt meine Binäreingänge in meiner Verteilung mit drin oder als Unterputzgerät. Aber was mache ich, wenn ich es im Nachrüstbereich habe? Ich habe vielleicht ein älteres Gebäude gekauft und möchte das ertüchtigen. Oder ich habe einfach vergessen, Kabel zu ziehen. Auch das kann ja mal vorkommen. Bisher hat man es meistens gelöst mit Enotion-Fensterkontakten. Das heißt, ich habe einen Enotion-Funkkontakt ins Fenster angebaut, brauche dafür einen Enotion-Gateway. Wir alle wissen, dass die Inbetriebnahme nicht unbedingt so komfortabel ist und ich habe immer einen Mediumbruch mit dabei. Umso mehr freut es mich, dass ich dieses Gerät eher zufällig gefunden habe, weil wir haben es in der Tat schon etwas länger im System bei uns auch mit drin. Dieses Gerät spricht nativ KNX-RF. Ich kann es einfach in meine KNX-RF-Umgebung einbinden. Und das macht das Teil wirklich sehr interessant. Aufgebaut ist das Gerät auch relativ simpel. Wenn man den Deckel abmacht, vielleicht hier als Hinweis, vielleicht sieht man die Größenverhältnisse nicht gerade so. Ich halte mal meinen Finger nebendran. Er ist jetzt nicht unbedingt viel, viel größer als ein konventioneller Riedkontakt, den ich nachrüsten kann. Er ist wirklich sehr klein. Das Gerät ist als Aufputz- oder Aufbaumontage geeignet. Das heißt, entweder nutze ich den Klebstreifen hier hinten, ziehe ihn ab, klebe ihn drauf, oder ich schraube ihn einfach mittels diesen Löchern in meinem Fensterrahmen fest. Im Inneren habe ich eine Batterie, Lithium-Ionen. Ich habe hier eine KNX-RF-Funkantenne. Auf der einen Seite habe ich den Riedkontakt an sich, der dann selbstverständlich mit dem mitgelieferten Magneten zusammenarbeitet. Und auf der anderen Seite habe ich noch einen kleinen Taster versteckt. Dieser Taster dient als Sabotagekontakt. Das heißt, sobald jemand diesen Deckel unbeabsichtigt abmacht, kann ich damit eine Aktion ausführen. Alles in allem macht das Gerät absolut Sinn. Wie gesagt, es ist kein neues Gerät, aber man muss ja nicht immer nur neue Sachen zeigen bei unseren Smart Facts, sondern auch Sachen, die einfach am Markt häufig nachgefragt werden. Und bisher kannte dieses Gerät relativ wenig Leute. Wir schauen uns jetzt noch gemeinsam die Applikation an, denn auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt innerhalb der Smart Facts. Und dann schauen wir uns noch die Zusammenfassung noch gemeinsam an. Wir befinden uns jetzt in der ETS und ich habe mal die Applikation des Windoor RF in die ETS 6 hineingeladen. Auf den ersten Blick fällt direkt auf, dass die Applikation jetzt nicht unbedingt überfrachtet ist mit zahlreichen Möglichkeiten. Aber wir sehen hier im oberen Bereich die Option, dass ich die Übertragungsleistung begrenzen oder verstärken kann. Das kommt immer dann in Frage, wenn mein Koppler zu weit weg sitzt, sodass ich auf maximal stellen müsste oder wenn er vielleicht näher dran ist, auf minimal. Die Änderung der Übertragungsleistung geht auf jeden Fall zu Lasten oder zugunsten der Batterielebensdauer. Wir haben die Möglichkeit, einen Heartbeat zu senden, dass also dieser Sensor einmal am Tag oder einmal alle 7 Tage, wie man es maximal einstellen kann, ein Signal rausgibt. Des Weiteren kann ich umschalten, wie der Kontakt arbeiten soll, ob jetzt 0 offen oder 0 geschlossen sein soll, genauso wie eine Verzögerung, bis das Signal gesendet werden kann. Auch habe ich die Möglichkeit, das Signal zyklisch zu senden, um eine Art von Alarmüberwachung nutzen zu können. Auch hier ist zu bedenken, jedes Mal, wenn das Gerät was senden soll, geht das natürlich dann auch auf die Batterie. Würde ich also empfehlen, das nicht allzu häufig zu machen. Zudem kann ich jetzt noch den Sabotagekontakt aktivieren. Ich habe es euch eben im Video gezeigt, dieser kleine Taster. Und ich kann auch nochmal einen Alarm senden, falls die Batterie entsprechend schwach wird. Alles in allem sehr überschaubar, aber ich glaube für ein Gerät dieser Art und Weise vollkommen ausreichend. Wie ihr gesehen habt, die Applikation ist jetzt überschaubar von den Möglichkeiten, aber am Ende vom Tag, was braucht man mehr? Ich habe den Sabotagekontakt mit drin, ich habe diesen sogenannten Watchdog mit drin, ich kann umschalten zwischen der Polarität des Kontaktes, von daher ist eigentlich alles drin, was ich brauche und vor allem
ich habe nicht den Medienbruch zwischen KNX und beispielsweise InNotion. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wie gehabt, wenn ihr Fragen habt zu dem Produkt oder anderen Produkten, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.